Welcome to Olaf. Willkommen bei Olaf, der europäischen Anti-Betrugsbehörde. Jedes Jahr verliert der EU-Haushalt Milliarden Euro wegen Korruption und Betrug. Bei Olaf, der europäischen Anti-Betrugsbehörde, ist es unser Job, EU-Gelder, die nicht korrekt genutzt werden, aufzudecken und bei Betrug von EU-Geldern zu ermitteln. Das ist ein hoher Anspruch, den die EU-Antikorruptionsbehörde in ihrem Werbevideo an sich selbst stellt. Doch kann sie ihm auch gerecht werden? Natürlich gibt es Betrug und das wird auch immer so bleiben. Darum ist es wirklich wichtig, dass Olaf jederzeit und überall ermitteln kann, wenn wir Betrug vermuten. In seinem Jahresbericht zieht der Generaldirektor von Olaf, Willi Itälä, ein sehr positives Fazit. Über 400 Millionen Euro Fördergelder aus EU-Staaten seien zurückzuholen, weil sie illegal verwendet wurden. Fast 200 Millionen seien durch Olafs Ermittlungen von der EU gar nicht erst ausgegeben worden, weil Betrug vermutet wurde. Hier im Haushaltskontrollausschuss des Europaparlaments soll die Arbeit der Antikorruptionsbehörde kontrolliert werden. Es wird kritisiert, dass Olaf 2022 weniger erfolgreich war als zuvor. Wieso dauern Ermittlungen von Olaf heutzutage länger? Und warum ist im Jahr 2022 weniger Geld zurückgefordert worden? Insgesamt waren es 100 Millionen Euro weniger als 2021. Aus dem Olaf-Bericht geht auch hervor, in welchen Ländern die meisten Fälle von Betrug mit EU-Geldern aufgedeckt wurden. Ganz oben Ungarn. Es folgen Italien, Polen, Frankreich und Rumänien. Ungarn gilt als das korrupteste Land der Europäischen Union. Und der unabhängige ungarische Abgeordnete Ákos Hothasi gilt in seinem Land als Einzelkämpfer gegen Korruption. Für ihn ist Olaf nur ein netter Versuch, Korruption zu bekämpfen, mehr nicht. Der Olaf ist kein Staatsanwalt. Der Olaf kann Empfehlungen machen, aber das Ergebnis hängt von der Staatsanwaltschaft der nationalen Staaten ab. Olaf kann also nur beschränkt ermitteln, selbst keine Disziplinar- oder Strafmaßnahmen einleiten, sondern die EU-Länder nur über Korruption im eigenen Land informieren. In Ungarn zum Beispiel sollen Fördergelder in ökologische Projekte zur Müllentsorgung geflossen sein, die aber nicht nachhaltig waren. Olaf empfahl, 11 Millionen Euro Förderung zurückzufordern. Auf Nachfrage konnte uns aber niemand sagen, ob diese Gelder wirklich zurückgezahlt wurden oder noch zurückgezahlt werden. Wir haben auch keine Informationen, ob das EU wirklich das Geld verlangt hat. Also wir wissen über die Empfehlungen, aber wir wissen über die Entscheidung nichts und wir bekommen keine Informationen. Laut ungarischer Staatsanwaltschaft wurde in diesem Fall niemand verklagt. Olaf habe eine Empfehlung an die EU ausgesprochen, das Geld zurückzufordern. Zu einer strafrechtlichen Verfolgung sei es nicht gekommen. Selbst wenn Olaf ein Verbrechen vermutet, weiter ermitteln müssen Polizei und Staatsanwaltschaft in den Mitgliedstaaten oder die europäische Staatsanwaltschaft. Bei Straftaten kann diese Anklage erheben, aber sie wird nicht in allen europäischen Ländern anerkannt. Wie etwa in Ungarn, in Polen, Schweden, Dänemark und in Irland. Vor allen Dingen Polen und Ungarn, eben die Länder, wo wir vermehrt die größten Probleme sehen, machen da einfach nicht mit bisher. Das heißt, da sind wir weiter auf das nicht funktionierende System, wenn man so will, von Olaf angewiesen. Das System Olaf. Ihm fehlt es an Macht und Effizienz. Eine Untersuchung dauert meist über 2 Jahre. Und wenn Olaf angibt, 600 Millionen Euro Steuergelder gerettet zu haben, ist das im Vergleich zum 170 Milliarden EU-Haushalt fast nichts. Mehr noch, eine Pflicht, dass Polizei und Staatsanwaltschaft Olafs Empfehlungen folgen, gibt es nicht. In 2/3 aller strafrechtlichen Ermittlungen von Olaf passierte nichts. Natürlich ist das kein zufriedenstellendes Ergebnis. Ich wäre glücklich, wenn es Richtung 100% ginge, aber die Strafverfolgung ist eben unabhängig von unseren Ermittlungen. Bis auf dieses kurze Statement am Rande der Ausschusssitzung stand der Olaf-Generaldirektor trotz mehrfacher Anfrage für ein Interview nicht zur Verfügung. Der hohe Anspruch aus dem Werbevideo, von der Realität ist er weit entfernt.